Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute zeigen wir dir drei Abschlussübungen, die du mit deinem Kollegen machen kannst. Wenn du einen Kollegen hast, der Gas geben möchte wie du, dann ist dieses Video genau richtig für dich bzw. für euch. Also, wir fackeln nicht lange, wir gehen direkt in die erste Übung. Let's go! So, kommen wir nun zur ersten Übung. Hier haben wir sie kopiert von Real Madrid. Hier siehst du, wie der Spieler den Ball klatschen lässt, dann aufmacht, dann annimmt und dann schießt. Ganz simpel, aber sehr effektiv. Dafür braucht ihr wenige Markierungshütchen, darum kann das jeder umsetzen. Zeigen wir mal, wie das geht. Klar. Jetzt fängt Nick an. Wir machen immer so, am besten immer 5 Schüsse und danach den Wechsel. Wichtig auch hier bei dieser Übung, probieren so schnell wie möglich zum Abschluss kommen. Nick zeigt es euch kurz vor. Tack, tack, tack. Der erste Touch hier, der war jetzt zum Beispiel zu nah. So. Hier wirklich die Dosierung finden. Erstmal richtig. Und 1, 2, tack, jetzt, bumm. Okay. Wow. Ja. Boom. So wollen wir es sehen. Okay, logischerweise, der Ball muss nicht immer ins Kreuz, aber nicht ganz einfach. Ja. Sauberer Schuss, das ist es. Gute Spannung. Ja! So würde ich sie so normalerweise machen. Die Tore. So macht man sie. Und ja. Und auch so macht man sie. So ist noch ein bisschen besser, wenn es geht. Krass, krass. Oh, Spannung gar nirgends. Junge, dieser Mann ist so stark. Mal schauen, was der Junge hier so abliefert. Komm hier ein bisschen rein. Und so könnt ihr es natürlich auch machen. Links annehmen, rechts schießen oder wie bei mir vorher rechts auf rechts nehmen. Kommt im Spiel natürlich immer auf die Situation drauf an. Und ja. Ja. Schade. Und ja. Yes. Hier kann man natürlich die Intensität auch ein bisschen steuern. Umso schneller ihr wieder startet, umso intensiver wird es auch für die Ausdauer. Wenn man das will, muss man aber nicht. Und ja, und ja. Schuss gut. Mitnahme. Erster schlecht. Kontakt so abgetötet. Ja. Improvisieren, Leute. Puh. Stark, stark. So gehört sich's. Wenn ihr ca. 5 oder 6 Bälle habt und sie nacheinander macht, wie Nick vorhin schon gesagt hat, es geht auch in die Lunge. Puh. Auf jeden Fall, das war die erste Übung. Simpel, aber effektiv. Und wie man sieht, man kann auf beide Seiten aufmachen und dann auch mit beiden Füßen annehmen, je nachdem wie der Ball kommt. Und auch mit beiden Füßen abschließen, ist da also alles möglich. Versucht es im Tempo zu machen, dass es auch spielnah ist. Bei uns, ja, wir trainieren selber nicht mehr so auf die Explosivität. Aber wenn du ein bisschen höher spielst, dann muss alles im absoluten Maximum sein. Das war es eigentlich. Erste Übung, simpel, effektiv von Real Madrid. Gehen wir zur zweiten. Ja. Ja, und wenn ihr so eine Möglichkeit habt wie wir, also ihr seht jetzt hier im Tor ein kleines im Großen, dann könnt ihr auch lernen noch zielen. Das heißt, unbedingt in die Ecken probieren zu schießen. Ja. Ja, und sonst Markierungshütchen. Oder so. Immerhin einfach etwas, das man wirklich immer versucht, in die Seiten zu schießen. Und dann wird man da natürlich deutlich konstanter mit dem Ganzen. Kommen wir zur zweiten Übung. Jetzt geht es darum, mit einem Gegner in dem Rücken, also wir stellen uns natürlich den Gegner einfach vor. Dafür nehmen wir jetzt 2 Farben, aber du kannst auch deinen Kollegen sagen, links oder rechts als Beispiel. Und zwar dann hier weiß oder schwarz. Ein Spieler steht hier, dann kommt der Ball, der Kollege ruft weiß oder schwarz. Dann nehmt ihr den Ball entweder mit dem Außenriss mit oder auf dieser Seite hier mit der Innenseite, weil der Gegner ist ja hier. Wenn ihr einfach so aufdrehen würdet, würdet ihr direkt in den Gegner aufdrehen. Aber das möchten wir hier nicht. Also
Gegner wäre im Rücken, Ball sauber mitnehmen und so schnell wie möglich abschließen. Auch ganz simpel, aber sehr, sehr effektiv. Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier den Pre-Game 360. Nick, kannst du mir bitte sagen, für was das geile Ding gut ist? Fokus, Konzentration und Energie gibt es jetzt bei 360 Football. 30 bis 60 Minuten vor dem Spiel oder Training. Ja, jetzt bin ich ein bisschen knapp, muss ich sagen, aber ich brauche trotzdem noch mal ein bisschen einen Energieschub. Gehört eigentlich zu unseren fast täglichen Tools. Ja, ja, und es schmeckt auch wirklich lecker. Also wir haben hier jetzt Mixed Berry. Yes, also yes, muss yes. ich sagen, sehr zu empfehlen, wenn du mal müde bist, dass du trotzdem im Training durchziehen kannst. Let's go. Ein Gabenschmaus. Und warte. Komm. Okay. Wir legen los. Es geht los. Mann, ich freue mich so. Und ja, weiß. Uhuhu. Schwarz. Jawohl. Und ja, schwarz. Yes. Jawohl, so ist nice. Sehr gut, sehr gut. Komm noch mal rein. Und schwarz. Jawohl. Und schwarz. Schwarz. Weiß. Okay. Ja, weiß. Guter Touch, guter Schuss. Das ist es. Genau, Leute. Leute, genau so muss man es machen. Wow. Dieser Mann, er ist es einfach. Schwarz. Weiß. Tag. Oh. Oben links. Er macht's. Unten links auch okay. Ja, weiß. Sauber, sauber. Und ja, schwarz. Sauber, Junge, sauber, sehr gut. Ja, weiß. Ja, der macht das sehr gut. So geht die Übung. Geht auch wieder in die Lunge. Unbedingt auch hier, das sagen wir zu allen drei Übungen. Versucht es so schnell wie möglich zu machen. Wirklich spielecht das Ganze machen. Ja, hast du noch was zu sagen? Unbedingt. Eine Steigerung wäre natürlich noch, wenn bevor man den Ball kriegt, noch eine Täuschung macht, dann mitnimmt. Das dann nochmals Next Level. Für das müssen wir selber wieder ein bisschen mehr trainieren. Also auf jeden Fall eine geile Übung. Im höchsten Tempo gefährlich sein, den Abschluss suchen, so schnell wie möglich abschließen in der Box, gefährlich sein. Für alle Offensivspieler natürlich ein Muss. Ja, und jetzt kommen wir. Dritte Übung noch. Zur dritten und letzten Übung. Let's go, Leute. So, kommen wir zur dritten und letzten Übung. Meiner Meinung nach die geilste Übung von allen drei. Also, wir erklären sie kurz. Ja, auch eine der Lieblingsübungen unserer Spieler. Ein Klassiker. Two-Touch. Abschluss nennen wir das Ganze. Und zwar, wie geht sie? Ja, ich spiele einen hohen Pass zu Nick. Nick muss am besten mit zwei Touches. Das heißt, einmal annehmen, danach schießen. Logischerweise auch wieder in die Ecke. Unbedingt beim ersten Touch sauber den Ball flach mitnehmen, wenn es geht. Ist natürlich nicht immer einfach, je nachdem wie der Ball kommt. Aber unbedingt probieren. Ist eine geile Übung. Machen viele Profis. Vor allem für die Stürmer. Guter Touch. Ah. Guter Schuss. Wow. Boah, die Latte ist kaputt. Und der Ball auf Deutschland geflogen. Sauber Touch mit links. Wieder an die Latte. Guter Touch wieder. Wow, dieser Mann. Oh. Ja. Mach sie. Okay. Guter Touch. Ah, guter Schuss. Schade. Links. Komm, Junge. Super Touch. Jawohl. Sehr solide. Komm. Ja, schade, schade. Yes, du. Fertig mit der dritten Übung und auch hier geht es natürlich um das Tempo nach dem ersten Ballkontakt und vor allem auch um die Konstanz. Das heißt, es muss nicht jeder Ball oben ins Eck, sondern
vor allem präzise in die Seite und dann ist das Ganze schon sehr, sehr gefährlich. Also für euch, testet diese drei Übungen aus zu zweit, nehmt euch da wirklich Zeit, die Intensität könnt ihr steuern. Ein Spieler macht mehr Durchgänge, dann wird es natürlich intensiver für diesen Spieler oder ihr macht einfach weniger, je nachdem auch wie viele Bälle ihr zur Verfügung habt. Und in dem Sinne, checkt natürlich den Pregame ab, checkt unsere Webseite ab für Personal Trainings, für deine Position, auch spezifisch für Offensivspieler natürlich. Liken, etwas kommentieren und vor allem auch abonnieren für die nächsten Videos. Danke fürs Einschalten. Let's go, gebt Gas, ha? Durchziehen! Nein! Ja, das ist Pech. Kann man nichts machen. Danke, Nick, vielmals. Danke.